In diesem Video gibt es eine etwas verspätete Fischraubentour und zwar noch aus dem April. Jetzt sind wir so ein bisschen Richtung Mitte Mai. Ihr habt mitgekriegt, hier auf meinem Kanal gab es in den letzten Wochen keine Videos und ich hatte da so zwei Community-Posts auch zu gemacht, wo ich ein bisschen beschrieben habe, was da los ist. Und die erste Nachricht, mir geht es wunderbar, mir geht es richtig gut. Und ich habe mich tatsächlich am Anfang ein kleines bisschen darüber erschreckt. Ich habe irgendwann einfach Freitag mal kein Video hochgeladen und da kamen dann recht viele Nachrichten, wo ihr ausgedrückt habt, dass ihr euch ein bisschen Sorgen um mich macht und ob gesundheitlich alles gut ist und so. Und da habe ich erstmal realisiert, ja, Entschuldigung, ich habe tatsächlich ja, mir natürlich über die Jahre mit euch eine so, so nette und tolle Community aufgebaut, dass ich ja da durchaus hätte etwas zu sagen können. Also von daher, sorry dafür. So ein paar Tage später habe ich dann aufgrund dieser ganzen Nachrichten euch über meinen Community-Post informiert. Es ist also eigentlich überhaupt nichts vorgefallen, sondern mir geht es wunderbar. Ich habe nur festgestellt, dass ich an der Videoproduktion so ein bisschen gehadert habe. Und ich habe ja immer gesagt, YouTube ist für mich reines Hobby. Die Aquaristik natürlich auch, aber die Aquaristik wird weiter bestehen. Die mache ich mein Leben lang und ich habe auch in all diesen Wochen jetzt ganz, ganz viel hier weitergemacht und geguckt und Projekte gemacht und so weiter. Einige Sachen davon habe ich auch gefilmt, aber das ist schon so ein Punkt. Ich hatte auch einfach mal wieder Lust, hier etwas zu machen und zu gestalten und so weiter, ohne da immer ständig die Kamera noch drauf zu halten und zu überlegen, welcher Winkel, wie auch immer, stellt man das am besten ein, wie bekommt es im Video rüber und so weiter, sondern ich wollte einfach mal wieder frei mein Hobby leben. Zusätzlich sind meine anderen Hobbys wieder so ein bisschen in den Vordergrund getreten und ich war ganz viel draußen und hatte Freude und so weiter und hatte so ein bisschen einen Digital Detox, wie man so schön sagt, auch von YouTube und das hat mir sehr, sehr gut getan und das sind so die Gründe, ne? Und ich habe halt viel Musik gemacht auch, ne? Und das ist alles wunderschön und habe einfach, ne, wie ich von Anfang an sagte, wenn ich mal irgendwann verspüre, dass YouTube mir nicht mehr ganz 100% viel Freude macht mit den Videos produzieren und so weiter, dann lasse ich das einfach mal sein, ne? Und das ist jetzt gerade passiert und von daher ist das alles cool. Und jetzt habe ich überlegt, wie geht's weiter? Und habe gedacht, ich bin so jemand, der sehr auf Intuition steht und wie fühlt sich etwas an, etwas zu tun? Und bin so an diesem Punkt, wo ich sage, ich möchte Videos machen, wenn sie mir Spaß machen. Und es hat sich ja so eingebürgert, dass ich immer freitags morgens ein Video hochlade. Und das habe ich über 5 Jahre wirklich ganz stringent gemacht. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Ich bin noch nicht entschlossen, wie das hier weitergeht und mache mir da auch gar nicht so viele Gedanken darüber, sondern es kommt, wie es kommt. Es könnte sein, dass ein Weg ist, ich mache zwischendurch irgendwann einfach immer mal ein Video. Und zwar, wenn ich wirklich Lust habe, wie heute zum Beispiel. Ja, ich habe mich jetzt hier hingestellt, weil ich einfach verspürt habe, oh, jetzt ist an der Zeit, ich habe Lust. Ne? Und was auch passieren kann, ist, dass ich irgendwann sage, so, ich mache jetzt wieder Vollgas weiter. Jede Woche Freitag ein Video. Kann passieren, ich weiß es nicht. Was auch passieren kann, ist, dass ich irgendwie einschleicht, ach, ist jetzt irgendwie mal vorbei, die wunderschöne Zeit, die ich da auf YouTube jetzt hier hatte. Aber das weiß ich alles noch nicht. Also der Stand jetzt ist, ich mache zwischendurch immer mal ein Video. Das muss auch gar nicht freitags morgens sein, wenn das rauskommt, sondern immer mal zwischendurch und schaue dann mal, wie meine Lust und Laune dazu ist. Die Aquaristik hat mich weiter total gepackt, ne? Also ich habe echt viel schon gemacht und viel verändert. Da gehe ich auch in diesem Video drauf ein, wenn ich euch den Fischraum Ende April zeige. Also wir sind nicht super spät dran jetzt, was das angeht, ne? Aber das war jetzt so der Stand Ende April. Und all die Planungen, die ich in der Fischraumtour erwähne, sind teilweise schon umgesetzt. Bei anderen Sachen bin ich mittendrin. Der Raum hier übrigens ist total Chaos gerade im Moment, wegen Umbau und so weiter. Aber da schauen wir einfach, wohin das geht. Also ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich bin es und das ist das Wichtigste an der Stelle. Und ja, also schreibt mir weiter Kommentare und so weiter. Ich liebe das, das zu lesen. Ich finde das total klasse. Vielleicht ändere ich da aber auch so ein bisschen meinen Umgang damit, ne, dass ich vielleicht gar nicht mehr immer reagiere. Aber das heißt nicht, dass ich diese Kommentare nicht lese, sondern ich freue mich darüber und ich genieße das jedes Mal. Seid euch dessen gewiss. Damit könnt ihr mir echt einen Gefallen tun. Abonniert weiter den Kanal. Ne? Da habe ich so auch überlegt,
ist vielleicht sogar noch wichtiger geworden, weil es jetzt nicht mehr so regelmäßig ist, dass ihr diese Glocke läutet, damit ihr da noch informiert werdet, wenn denn dann ein Video kommt. Und wir schauen einfach gemeinsam auch, wohin das geht. Macht euch keine Sorgen um mich, mir geht's super. Jetzt aber genug der Vorworte, mir war das nur wichtig, das einmal auch ein bisschen ausführlicher darzustellen. Und ich sage jetzt einfach viel Spaß beim Schauen der Fischraumtour. Okay, starten wir wie immer mit der großen Aquarienwand, wie ich sie immer nenne in meinem Fischraum, wo diese Becken hier nebeneinander stehen. Und ja, da haben wir ganz links das Uferaquarium, dann das Flussaquarium, daneben das Biotop-Aquarium Light Asien Biotop und hinten das Feuchtgebiet. Und hier gibt es die ersten Änderungen bald. Und zwar werde ich diesen ganzen Bereich hinten Asien Biotop und Feuchtgebiet abbauen. Und da kommt ein neues Aquarium hin. Und auch das Biotop-Aquarium Light wird komplett umgestaltet. Da sage ich aber gleich was zu, wenn das Aquarium dran ist. Wir starten, wie immer eigentlich, mit dem Uferaquarium 2.0. Das ist die zweite Variante ja quasi dieses Aquariums. Ich habe da oben diese LED-Spots drüber. Die sind von Kessel super teuer. Ich finde sie ganz schön, muss aber jeder selber wissen. Und das Aquarium macht mir einfach total Freude. Ich habe nicht so viel Arbeit damit. Es ist immer mal wieder Rückschnitt angesagt. Und da bin ich ja in letzter Zeit so ein bisschen wieder zurückgegangen, weil ich einfach merke, dass dieser ständige Zwang, viele Pflanzen zurückzuschneiden, auch bei vielen Aquarien viel Arbeit macht. Ne? Ich glaube, wenn ich nur ein Aquarium hätte, dann würde ich das total genießen. Ne? Also wirklich dann auch mal wieder dran mit Rückschnitt, man kann was dran tun und so. Aber bei so vielen versuche ich das möglichst gering zu halten. Das Aquarium ist trotzdem toll bepflanzt. Hier die Schwimmpflanzen, die Salvinia und diese andere Pflanze, Schwimmpflanze, wo ich schon wieder den Namen nicht auf dem Schirm habe, die kriegt so rote Wurzeln. Die wachsen wie Hölle, genauso wie dieser Kryptokorynenwald hier. Das ist wirklich beeindruckend, wie schnell Kryptokorynen wachsen können. Ne? Und das ist wirklich faszinierend. Da muss ich immer wieder richtig zurückschneiden. Die Emersenbereiche haben sich ja hier sehr natürlich entwickelt. Ich habe ganz vereinzelt mal Pflänzchen an die Wasseroberfläche gesetzt, aber vieles hat sich auch einfach da drin verfangen und ist dann jetzt mit der Zeit gewachsen. Ich habe das dann auch bewusst da gelassen, wo es sich verfangen hat. Habe teilweise halt ein bisschen Moos als Grundlage dahingesetzt, um das Ganze ja zu befeuchten, ne? Weil Moos eben die Feuchtigkeit ganz gut ja weiterleitet und dann jetzt, dass den Pflanzen entsprechend zur Verfügung steht, die da in diesem Emersenbereich dann auch sehr schön ja wachsen. Da muss ich auch kaum was dran machen, ne? Das ist jetzt nicht übermäßig voll. Der Rasen hat sich okay entwickelt, ne? Es ist ja alles hier Low-Tech ohne CO2 und so weiter. Bin ich auch ganz zufrieden mit. Von den Fischen her wirklich nach wie vor, ich hatte das ja mal Bonbon-Aquarium auch genannt, ganz, ganz tolle Mischung. Man sieht auch immer mal wieder die Dornaugen, die richtig groß und dick geworden sind, gerade die Weibchen natürlich, ne? Da sagt man ja immer, dass die ihren Laich abstreifen, indem sie sich zwischen Steinspalten quetschen und da ist jetzt hier dieser Steinaufbau auf jeden Fall für geeignet, wenn das denn überhaupt der Fall sein sollte. Ja, also die werden aber jetzt sich hier drin nicht einfach so vermehren, dafür haben wir einfach zu viel unterschiedlichen Besatz in diesem Aquarium. Aber wer weiß, sagt niemals nie, vielleicht taucht hier irgendwann mal ein kleines Dornauge auf, denn Zufallsvermehrungen sind da sehr häufig schon, ja, von denen ist schon sehr häufig berichtet worden. Ja, ansonsten, ja, einfach ein wunderschönes, buntes Aquarium. Es hat sich hier nicht großartig was dran geändert, ne? Deswegen, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, Filterung etc., Größe, dann schaut mal in die Playlist zum Uferaquarium. Da findet ihr nämlich alle Informationen. Ich habe da schon sehr viele Videos zu gemacht. Nächstes Aquarium, mein Flussaquarium. Da arbeite ich ja mit einem relativ großen Außenfilter für Strömung und habe noch einen kleinen Innenfilter als Strömungspumpe quasi mit eingebracht und hatte ja hier neulich einen starken Rückschnitt vorgenommen, denn auch hier in diesem Aquarium, das ist auch ein Aquarium, wo ich dünge, da ist das so, dass die Pflanzen sehr, sehr gut wachsen. Also gerade natürlich ne, die Rotalahara als Stängelpflanze, dann die Pogostemon, die da noch mit drin ist, auf der linken und rechten Seite. Das wächst sehr, sehr schnell zu. Ich habe noch diesen
Süßwassertang, überall dazwischen. Das ist für manche ein Fluch, kann ich auch nachvollziehen, weil er sich wirklich überall festsetzt und auch die Blätter nicht nach oben treiben, wenn man den denn kürzen möchte. Sondern man muss da immer wieder dranbleiben und da hole ich große Büschel raus. genauso wie das Rickia, was hier drin ist, da muss ich immer mal wieder dran arbeiten. Und versuche jetzt aktuell, dass mir das nicht wieder so ganz zuwuchert. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch total schön, wie die Pflanzen sich hier drin entwickeln, gerade die Rotalahara. Das ist jetzt hier noch nicht so lange nach dem letzten Rückschnitt, deswegen sieht es ein bisschen zerzaust noch aus, aber man sieht einfach, wie kräftig rot diese Pflanze geworden ist. Ich hatte ja viele von den Kryptokoryen hier rausgenommen, die auch so schön rot werden in dem Aquarium. Und ja, da muss ich auch einfach dranbleiben, denn ich möchte gerne, dass man diese Steine auch sieht und dass die Strömung hier gut durch das Aquarium kommt, weil das Aquarium grundsätzlich erstmal aufgebaut war für diese Flossensauger, die ihr jetzt hier an den Scheiben, an der Scheibe sieht und hinten am Stein sitzt einer. Wir gucken uns die Tiere auch gleich nochmal genauer an. Ich habe sehr viele Neocaridina, Davidi in so einer orangenen Farbform drin. Da fallen immer mal wieder auch Tiere, die ein bisschen anders gefärbt sind. Die fange ich dann raus und setze sie ins Uferaquarium zum Beispiel. Ich habe hier eine Clean-Up-Crew drin mit Geweihschnecken und Rennschnecken und ich glaube auch Helmschnecken. Und Amano-Garnelen habe ich hier auch noch drin. Die sehen wir gleich auch nochmal etwas genauer. Und natürlich meine Styphodon. Und das sind übrigens Styphodon Semoni. Ich hatte die ja in meinem Vorstellungsvideo als Styphodon Atropurpureus vorgestellt. Das war leider ein Fehler. Ich habe es dann zumindest im Titel und Thumbnail, glaube ich, auch, weiß ich nicht mehr genau, noch geändert. Also es ist Styphodon Semoni, die ich hier drin habe. Und die machen sich wirklich gut. Das ist jetzt hier eins von den Tieren, was noch nicht ganz gut genährt ist, aber völlig in Ordnung. Ne? Also dem Tier geht es sehr, sehr gut. Es frisst auch, aber das ist immer wieder so ein Thema, dass man sagt, ja, die Tiere brauchen ein bisschen, bis sie wirklich dann gut dastehen. Und man kann das auch wunderbar sehen, wenn wir nämlich gleich uns die anderen Tiere nochmal angucken von den Styphodon. Also hier sehen wir meines Erachtens ein ganz gut genährtes Tier. Das ist jetzt nicht abgemagert und es frisst auch super. Ja, man sieht auch das Bäuchlein jetzt hier. Ja, aber ich habe eben in der Zwischenzeit auch Bilder gesehen von wirklich toll genährten Tieren. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich das auch bei meinen anderen Tieren hier schon sehen kann. Also die haben echt zugelegt. Ne? Da ist nichts mehr irgendwie eingefallen oder so, sondern das sind schon echte, für so eine Styphodon dicke Tiere und das freut mich natürlich sehr und ich bin da wirklich immer hinterher, den entsprechende Nahrung zu bieten, die grasen die Oberflächen ab oder weiden die Oberflächen abfressen dort dann entsprechend die Biofilme. Auch als Algengrundeln bekannt. Ich weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann, aber da habe ich in meinem Vorstellungsvideo zu dieser Art schon eine ganze Menge zugesagt. Also, wenn euch die Tiere näher interessieren, schaut euch das an. Nur, einziger Unterschied ist, es ist nicht Atropurpureus, sondern es ist Styphodon Semoni. Das macht aber nicht wirklich einen Unterschied. Hier seht ihr nochmal ein Tier, ne, was wirklich gut genährt ist. Also, wo eigentlich nicht viel mehr geht. Von der Färbung her schwankt das, ne, je nachdem, wenn die sich gerade füreinander interessieren. Dann ist das mal mehr, dann ist wie jetzt gerade mal wieder ein bisschen weniger. Geschlechtsunterscheidung, ich weiß es nicht, ich konnte da jetzt noch nicht wirklich einen Unterschied beobachten und mir wurde auch schon gesagt, es sind wahrscheinlich alles Männchen. Wird sich zeigen, aber eine Zucht ist hier sowieso nicht angedacht. Hier meine angesprochenen Amano-Garnelen, die sind riesig, ne? Deswegen halte ich meinen Finger gerade noch mal hier daneben. Die sind schon echt viele Jahre alt und sind richtig groß und die Weibchen tragen eigentlich immer Eier und die Futtertabletten, wenn ich die so halbiere, dann eigentlich klebe ich die mal in die Scheibe, weil diese riesen Amano-Garnelen, die sonst einfach wegtragen und irgendwo im Hintergrund verschwinden. Und ich möchte ja meine Fische beobachten, wenn sie fressen. Ja, aber hier sieht man nochmal so ein riesen Tier, ein Weibchen mit Eiern. Wirklich immer toll zu sehen. Hinten kommt ein Männchen von der Seite. Auch hier habe ich nach wie vor nicht den Plan, die Tiere zu vermehren. Ja, das geht ja über Brackwasser und so weiter. Da habe ich einfach noch nicht so den Drive. Was ich euch nochmal zeigen wollte, ist, hier sind ja neben den vietnamesischen Kardinalfischen, wo ich ein Haltungs- und ein Suchtvideo zu gemacht habe, auch meine Entlerguppi-Männchen drin. Und ich finde die total klasse, weil das ist auch so ein Mischstamm einfach.
ja, entstanden. Und da sind so schöne farbige Tiere dabei rausgekommen. Also finde ich, freue ich mich total. Hier sieht man nochmal die Neocaridina Davidi. Vorne auch so eine etwas Fehlfarbe, ne? So Weißanteil und Orange. Die sehen schon ganz cool aus eigentlich, ne? Aber in dem Aquarium hier möchte ich eigentlich den Stamm rein orange halten. Und solche Tiere hier, die selektiere ich dann immer mal wieder aus und packe sie in mein Misch, Garnelen-Misch-Aquarium. Das ist das Ufer-Aquarium, was wir gerade schon gesehen haben. Genau, die eigentlichen ursprünglichen Stars des Aquariums sind die Sevelia lineolata, die Prachtflossensauger. Und die machen sich einfach jetzt seit ja wirklich schon langer Zeit, ich muss selber mal nachgucken, wann ich sie hier eingesetzt habe, sehr gut in dem Aquarium. Ich habe keine Verluste gehabt, ich habe da 10 Tiere eingesetzt und wenn ich fütter und ein bisschen Geduld habe, dann komme ich auch auf 10 Tiere, die ich zähle. Eine Vermehrung hat hier drin noch nicht stattgefunden. Das Aquarium ist natürlich mit dem Beibesatz und den ganzen Garnelen und Amano-Garnelen und so weiter nicht wirklich auf eine Zucht ausgelegt, sondern auf eine dauerhafte Haltung. Und ich habe trotzdem natürlich immer die Hoffnung, dass vielleicht aufgrund der sehr vielen Feinstrukturen mal irgendwo ein Jungtier durchkommt. Aber das ist bisher noch nicht passiert und ich kann das nicht einschätzen, ob da mal was kommt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Die Tiere sind super dankbar am Futter. Die fressen echt alles. Natürlich sind die viel auf den Oberflächen unterwegs, um Aufwuchs dort abzuweiden. Aber die gehen ganz aktiv an jedwedes Futter. Man sieht jetzt hier die ganze Zeit diese Futtertabletten, die ich einfach für Videos gerne nehme, weil die Tiere dann so gerne nach vorne kommen. Und man sie mal genauer beobachten kann. Bei den Flossensaugern natürlich auch schön dieses von unten reingucken, wo man dann die Organe so ein bisschen erkennen kann. Ich fütter hier natürlich vielseitig, ne? Also es gibt natürlich Granulate, es gibt ein paar Flocken, es gibt aber natürlich auch Lebenfutter wie Tubifex oder Glanzwürmer. Und auch da gehen die Flossensauger, aber auch die Styphodon wirklich gerne dran. Ja. Hier nochmal im Überblick, Flussaquarium, ne? Das bleibt auch erstmal so, irgendwann kommt vielleicht mal eine Änderung, aber das habe ich im Moment nicht vor, weil ich habe eine Menge andere Sachen vor. Ich habe nämlich hier zum Beispiel mein Biotop-Aquarium Light eigentlich ja leer gehabt, als ich die Nanochromis Blendens Jungtiere abgegeben habe. Ja? Und in diesem Bereich des Fischraums, deswegen schwenke ich hier gerade nochmal rüber, gibt es halt bald die größten Änderungen. Mein Biotop-Aquarium Light werde ich mal wieder schön einrichten. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange für Zuchtzwecke besetzt gewesen. Nanochromis Blendens hat ja sehr lang gedauert. Intensiver Zuchtbericht ist auf meinem Kanal. Und ich habe mich dann jetzt hier entschieden, weil ich doch recht viele davon hatte, die Nanacaratenia einzusetzen, meine Nachzuchten. Ja, die hatte ich ja angesetzt in einem ganz kleinen 25-Liter-Aquarium. Hier wieder der Hinweis, ne, für alle, die mich noch nicht so gut kennen. nichts für die dauerhafte Haltung, aber als Zuchtansatz, ne, funktioniert das gut. Aber dann müssen die Jungtiere natürlich irgendwann in ein größeres Aquarium. Und da habe ich ja hier meine Boxen und so weiter, wo ich das sonst auch ganz gerne mal mache, was auch gut funktioniert. Aber ich hatte halt dieses 80-Zentimeter-Aquarium frei und habe dann gedacht, komm, dann pack sie doch jetzt einfach da rein für die Übergangszeit. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier in diesem absolut low maintenance Biotop-Stil, Biotop-Light-Aquarium, dass ich die hier einsetze, damit sie einfach groß werden bis zur Abgabegröße. Und dann ja, gebe ich natürlich auch diese Jungtiere wieder in den umliegenden Handel ab. Na, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Wenn die dann jetzt hier raus sind, dann kommt hier erstmal nichts Neues rein, sondern ich mache mich mal an eine Gestaltung und da freue ich mich auch schon total drüber. Denn das ist ja eigentlich eines meiner in Anführungsstrichen fast schon größeren Normalformat-Aquarien. Und ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? Zuchtprojekt oder Gestaltung. Und mal überwiegt das eine, mal das andere. Und das lässt sich natürlich auch verbinden. Ne? Also ich habe schon vor, hier weiter auch mit Zwergbuntbarscharten zu arbeiten. Möchte aber auch gleichzeitig ganz gerne das Aquarium mal wieder so gestalten, dass es mir auch optisch gefällt, denn das ist schon sehr lange nicht der Fall. Ne? Ich habe jetzt auch hier für diese Jungtiere einfach nur ganz viele von den Höhlen reingeschmissen, wirklich nicht ansortiert oder so. Die Wurzel in die Mitte da rein gepackt, ein bisschen Laub rein und das war's. Also das ist ja kein schönes Aquarium in diesem Sinne, natürlich auch immer Geschmackssache, denn so ein bisschen gefällt mir dieser natürliche, ich werfe mal alles rein, Stil auch, aber die Höhlen sind natürlich dann wieder sehr unnatürlich. Also das ist jetzt hier keine runde Sache in der Optik, das ist mir bewusst, aber für die Aufzucht jetzt hier natürlich total genial. Die Tiere haben Platz und können eben entsprechend auswachsen. Mein Asienbiotop,
Ja, da sind ja meine Prachtguramis drin. Und das ist jetzt hier in diesem Video tatsächlich das letzte Mal, dass ihr das Aquarium seht. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dem Besatz mache. Das ist noch in der Überlegung. Aber ich habe ja schon gesagt, das Aquarium wird abgebaut. Und das hat den Grund, dass mir die Nähte nicht mehr gut gefallen. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre hier bei mir, das Aquarium. Hat diese transparenten Verklebungen. Und unten an der Sandkante, an der Verklebung, da sieht man schon da so Einfraßspuren von Algen, wie auch immer, über die Jahre halt, ne? Und das ist dicht und das würde vielleicht auch noch 10 weitere Jahre halten, aber ich muss hier vorsichtig sein wegen meiner Holzbalkendecke im Altbau und deswegen baue ich das jetzt vorsichtshalber ab. Die Pflanzen sind unglaublich gut gewachsen dafür, dass hier einfach Schwarzwasser, saures Wasser, wenig Licht drüber ist. Und das ist hier Weeping Moos, man sagt ja immer, das wächst nicht fest. Das ist hier sogar bei mir an die Scheibe gewachsen, rausgewachsen, so ein bisschen Emeas habe ich gerade gezeigt und unglaublich dicht geworden. Die ganzen Pflanzen, das ist hier Rotalahara, das ist Micranthemoides, so, genau. Und das ist die Hydrocotyle tripatita. Die wachsen unten nicht oder ganz, ganz schlecht und oben total gut, also direkt unterm Licht. Ne? Und das ist einfach ganz typisch für diese Pflanze. Ich habe hier super weiches, saures Wasser drin. Aber auch mit diesem sehr wenigen Licht habe ich dieses Aquarium jetzt über sehr lange Zeit dazu gebracht, dass es komplett zuwuchert mit den Pflanzen. Ne? Und das ist natürlich für die Tiere, für die Prachtguramis, Parosphominus linkei, von Vorteil, ne, wenn da einfach so dichte Strukturen drin sind. Ihr seht hier den Torfsack auch, der da noch drin ist. Den sieht man so unter normaler Beleuchtung eigentlich nicht. Nur wenn ich jetzt halt direkt drauf filme und die Beleuchtung so ein bisschen anhebe, um die Tiere mal zu zeigen. Denn das sind wirklich Taschenlampenfische. Ne? Also jetzt hier habe ich mal ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte gerade gefüttert und hier eine Weile sehr still gesessen und auf einmal waren sie alle draußen. Und dann habe ich ganz vorsichtig die Kamera in die Richtung gehalten. Deswegen auch dieses leicht milchige und reflektierende. Die sind einfach super, super schwierig zu filmen und man muss ganz vorsichtig sein. Aber hier sind eben hier ist meine Zuchtgruppe drin und eigene Nachzuchten, ne, die ich jetzt hier noch dazugesetzt habe. So eine richtig schöne, große Gruppe von 15 Tieren oder so ungefähr in der Richtung. Und die halten sich auch echt schon lange. Ne? Ich weiß nicht, wie alt die werden. Ich dachte immer, dass die nicht so alt werden, aber bisher machen die keine Anstalten, irgendwelche Schwächeanzeichen zu zeigen. Und ich bin super, super fasziniert von den Tieren. Nichtsdestotrotz überlege ich, ob ich sie abgebe oder sie irgendwo anderweitig noch einsetzen kann hier bei mir, wo es sinnvoll ist. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Also das hier ist sicherlich eine gute Haltung für diese Art. Mit sehr angepassten Wasserwerten und angepasster Fütterung, nur mit Lebendfutter, Antitränen, Glanzwürmer, weiße Mücken und so weiter, bekommen die Artemia nauplien natürlich immer und damit haben die sich richtig, richtig gut gehalten und naja, am faszinierendsten finde ich eigentlich fast an dem Aquarium, weil man die Fische so selten sieht, dass diese Pflanzen sich unter diesen Bedingungen so gut machen. Die sind auch gar nicht eingepflanzt größtenteils, auch die Rotalahara nicht, sondern die hängt einfach an so einer Wurzel fest und wächst fröhlich vor sich hin. Ne? Also das ist wirklich faszinierend, dass Pflanzen auch wachsen unter Bedingungen, wo man es eigentlich nicht vermuten würde. Sie ist nicht so knallerot, das ist klar, aber doch deutlich rot, direkt an der Oberfläche zumindest. Also das ist das Asienbiotop gewesen. Kommen wir als nächstes zum Feuchtgebiet, wo eben dieser ganze Bereich, die Schränke und die Aquarien, die beiden, wegkommen. Beim Feuchtgebiet bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was ich damit mache, denn ich finde es fast ein bisschen schade, es abzureißen. Vielleicht stelle ich es auch einfach irgendwo anders in die Wohnung und lasse es da als quasi No Maintenance stehen. Denn ich habe hier, und zwar eigentlich aufgrund eines Zufalls, umgestellt auf quasi filterlos. Und zwar habe ich ja hier ein unglaubliches Pflanzenwachstum drin. Das ist dieses Pearlweed, ne, Micranthemoides, was das ganze Becken überwuchert. Und da schneide ich auch immer wieder fleißig zurück. Viel Moos, aber auch besonders viele Anubias, kleinbleibende. Und hier sind ja die, die roten Neocaridina. Kenne ich eigentlich sehr gut den Namen.
Fällt mir gleich bestimmt wieder ein. Genau. Und die machen sich hier ganz toll drin, die vermehren sich gut. Ich fütter die auch ganz regelmäßig. Auf jeden Fall war es Zufall mit dem Filterlust, weil einfach die Pumpe so verstopft war und ich habe das tatsächlich einfach mal eine Zeit lang nicht mitgekriegt. Ne, ich gucke da immer mal wieder drauf und mache die ganz regelmäßig sauber. Und jetzt habe ich das irgendwann, war die fast nicht mehr an. Also es war so ein ganz minime Tröpfchenweise noch Durchfluss. Und das war der Moment, wo ich dachte, ach, warte mal, das läuft jetzt bestimmt schon 2 Wochen so. Versuch doch mal einfach die Pumpe auszulassen. Da ist so viele Pflanzen, die sorgen auf jeden Fall für genug Sauerstoff für die Garnelen. Das wird funktionieren und es hat funktioniert. Also steht jetzt hier viele, viele Wochen ohne Filterung und es macht sich einfach gut. Ihr seht, die Pflanzen betreiben Photosynthese unter dem Licht und so, ne? Also das Becken, aber werdet ihr auch jetzt hier das letzte Mal sehen. Und dann wird der ganze Kram hier abgebaut und es wird Platz für Neues geben. Gegenüber steht mein Rennbahn-Aquarium. Und ja, das macht mir weiter Freude, ne? Also ich habe tatsächlich in diesem Aquarium keine Probleme. Ich habe nur ein Problem, wenn ich filmen möchte. Weil es auf der einen Seite so spiegelt. Übrigens hier Polfilterhinweise und sowas. Nee, das funktioniert alle nicht. Aber hier wegen der Beleuchtung. Ich mache das hier mal hier dargestellt. Jetzt sieht im Moment so aus, als würden die Pflanzen hier ganz hell und weiß sein. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Nur wenn ich in die Originalbeleuchtung gehe, seht, wie die Rotalahara eben erst gut aussieht, dann habe ich dieses extreme Flackern aufgrund dieser Beleuchtung nun. Und da habe ich auch schon so viele Hinweise bekommen von euch, was ich man alles einstellen kann, um das zu verhindern und woran das liegt und so weiter und so fort. Ich filme immer alles mit meinem Handy und da sind die Einstellmöglichkeiten tatsächlich für diesen Fall meines Erachtens, so wie ich das recherchiert habe, nicht sonderlich gut. Und da bleibt mir immer nur die Möglichkeit, das Flackern zu verhindern, indem ich das ganz, ganz hell stelle. Und dann sehen die Pflanzen aber natürlich ziemlich blass aus. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Den Tieren hier drin geht's gut. Hinten der bolivianische Schmetterlingsbuntbarsch, die Corydoras equus. In der Höhle seht ihr hier unter drüber rechts ein Nanacaratinia. Das sind hier die naja, Elterntiere oder die Gruppe, woraus die beiden Elterntiere stammen, von den Jungtieren, die ihr gerade im Biotop-Aquarium Light gesehen habt. Ich halte hier die Nanacaratinia ja in einer Gruppenhaltung. Ich habe auch schon ein Video zu dieser Art gemacht und zu der Thematik auch Gruppenhaltung. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Da bin ich auch sehr froh drum. Nanakara-Arten gelten als relativ aggressiv, also zumindest der Nanakara-Anomal, also der klassische Nanakara, den man aus dem Handel kennt. Es gibt ja noch deutlich weitere Arten in dieser Gattung Nanakara. Aber hier Nanakaratenia, eine der kleineren Arten in der Gattung, das oder vielleicht auch die kleinste, da funktioniert das wirklich gut mit der Gruppenhaltung. Ne? Gruppenhaltung hat für mich immer so eine Grenze in der Anzahl. Das ist schwer zu verallgemeinern, ne? Aber die Gruppe muss groß genug sein, damit es funktioniert. Und hier klappt das ganz gut. Ich habe ja hier, was war es? Ich glaube, 9 Tiere oder sowas drin. So. Salmler, ja, Schilfsalmler, ne? Eigene Nachzuchten, auch dazu gibt es ein Zuchtvideo von mir. Und auch die Alttiere sind hier noch drin. Da ist noch ein einsamer, alter, blauer Neon. Ich glaube, es ist nur noch einer, da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht auch zwei. Ein paar von den Hyphaestobrychon Eos sind noch drin. Und das sind wirklich super, super, super alte Tiere. Also weit über 10 Jahre und sind halt Resttiere, ne? Bei den Nanakaratenia auch wunderschön zu sehen. Die sind immer wieder am Balzen. Und hier hat ein Weibchen gerade so eine Höhle besetzt. Ich habe mal reingeleuchtet und gefilmt, um zu checken, ob die mal vielleicht Eier gelegt haben da drin, weil ich mir sicher bin, dass die hier drin ablaichen, so vom Verhalten und Aussehen der Weibchen, eingefallener Bauch, kontrastreiche Färbung und so. Aber ich konnte halt noch nie sehen, dass hier Jungtiere geführt wurden. Deswegen habe ich da gerade mal kurz reingefilmt. Corydoras equus, meine Lieblingspanzerwäse, auch hier Zuchtgruppe, Zuchtbericht gibt es auf meinem Kanal. Und häufig ja die Frage Zwergbuntbarsch und Corydoras, geht das gut? Ich habe mal diese kleinen Ausschnitte hier wieder als einen Beweis dafür genommen, ne? Also Corydoras sind natürlich manchmal ein bisschen, wirken ein bisschen dämlich vom Verhalten her, wenn dann Zwergbuntbarsche ihre Gelege betreuen und die Corydoras wegscheuchen, dann sitzen die 2 Sekunden später wieder da und kriegen wieder auf die Mütze, ne? Das heißt, es kommt auf die Strukturierung an, es kommt auf die Grundfläche an, es kommt auf die Zwergbuntbarscharten an und so weiter und so fort. Was ich festgestellt habe im Rennbahn-Aquarium, es gibt noch Zwerggarnelen hier drin. Hier seht ihr jetzt 3 Stück in dem Bild, links rot, dann weiß und darüber so eine ganz dunkle, fast schwarze Garnele. Ist also auch ein Mix.
Die haben sich sehr lange Zeit hier gut gemacht in der Population und vermehrt. Seitdem ich die Nana Caratenia hier drin habe, vermehren die sich nicht mehr. Und ich habe auch tatsächlich schon gesehen, wie einer dieser ja doch recht kleinen Nana Cara eine, ich sag mal, semi-adulte, juvenile Zwerggarnele gefressen hat. Also aktiv auf Jagd gegangen und aktiv hinterher und verschlungen. Ne, das habe ich also hier wirklich gesehen. Heißt jetzt aus meiner Erfahrung mit Nana Caratenia, auch wenn sie so klein sind, und das ist ein wichtiger Punkt, man kann diese Sachen alle nie verallgemeinern, funktioniert nicht so gut mit Zwerggarnelen. Ne? Der bolivianische Schmetterlingsbuntbarsch ist hier ja schon Ewigkeiten drin und der hat den Garnelenbestand hier drin nicht reduziert. Aber die Gruppe von den Nana Caratenia, die haben das geschafft, den Garnelenbestand zu reduzieren. Und das finde ich jetzt hier nicht sonderlich schlimm. Ne? Ich schmeiße jetzt hier keine weiteren ausselektierten Garnelen rein. Aber die da drin sind, sind da drin. Ne? Und es ist übrigens aus meiner ganz persönlichen Sicht auch nicht das große Problem, wenn man einen Zwerggarnelenüberbesatz hat, diese als natürliche Nahrung auch einzusetzen in Aquarien, wo sie vielleicht mal verspeist werden. Ne? Ob ich jetzt eine Artemia nauplie oder eine Garnele verfüttere, macht für mich nicht den riesengroßen Unterschied. Ja, also Rennbahn-Aquarium habt ihr jetzt gesehen. Wir kommen zum nächsten Projekt, was so bald nicht mehr existiert. Beziehungsweise tatsächlich jetzt schon nicht mehr existiert. Das ging jetzt schnell nach diesen Aufnahmen. Das ist mein Schreibtischbiotop. Mein Schreibtischbiotop, was unglaublich zugewachsen ist. Man muss sagen, echt in dieser relativ langen Zeit, wo das Aquarium hier stand, hat mich das in dem Pflanzenwachstum auch unglaublich beeindruckt. Hier ist auch die Rotalahara drin. Ich habe ja so einen Dachaufbau in dem Aquarium gemacht. Das seht ihr, wenn ich das abbaue und davon ein Video veröffentlichen werde, seht ihr das auch nochmal ganz gut. Aber vor allem im Einrichtungsvideo, ihr könnt auch hierzu die Playlist euch anschauen, das ist ja alles immer dokumentiert. Die Pflanzen wachsen wirklich richtig, richtig gut. Und hier ist natürlich eine Beleuchtung drüber, so eine WRGB, die sehr, sehr viel kann. Ich habe aber Schwarzwasser hier drin und dünge nicht und es ist auch kein CO2 dran. Und die Pflanzen sehen aber sowas von gut und gesund aus. Ne? Bei der ein oder anderen Buzzophalandra kann man sagen, ja, leichte Mangelerscheinung, so ein bisschen helle, blasse Blätter. Aber insgesamt wirklich unglaubliches Wachstum. Und es entstehen einfach diese ganz dunklen Bereiche, die hier in dieser Form des Aquariums auch gewünscht waren. Als Garnelen habe ich hier die Neocaridina palmata, die White Pearl Garnelen drin. Ein sehr alter Stamm von mir, die immer wieder sich wunderbar vermehren. Ihr seht hier die Eiflecke im Nacken der Weibchen. Ich habe gerade ein Weibchen mit Eiern gesehen. Hier vorne wieder eins mit Eiern. Deswegen heißen die White Pearl Garnelen. Und ich habe in dem Aquarium ja seit etwas längerer Zeit die Poecilocharax weizmanni, die Zwergraubsalmler, die relativ friedlich sind und sich ganz, ganz prächtig entwickelt haben. Schaut euch mal dieses Männchen an. Die haben tatsächlich diese sehr, sehr lange, hohe Dorsale gebildet, also die Rückenflosse. Und was für Farben, oder? Also es sind wirklich so, so faszinierende Tiere. Ich bin total begeistert davon. Man sieht sie in diesem Aquarium natürlich nicht so oft, weil sie einfach so viele Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten haben. Also wirklich unglaublich schöne Tiere. Und dieses Maul, ne, Riesenmaul, heißen Raubsalmler, sind aber total harmlos, muss man einfach echt sagen. Ähnlich wie die Crinuchus spilurus, die ich im Wohnzimmer-Aquarium habe. Sehr, sehr friedliche Tiere untereinander. Die Männchen sind schon so ein bisschen ruppig. Ne? Immer mal wieder gibt es auch für Mütze. Aber funktioniert wirklich, wirklich gut. Und ich habe mich total gefreut, dass der jetzt hier so in Pose gegangen ist und mir die Gelegenheit geboten hat, ihn so schön abzulichten. Ja, das also das Schreibtisch-Biotop, genau. Und ich habe dann auf der Fensterbank das nächste Biotop, mein Fensterbank-Biotop, aktuell in einer Art Wartephase. Ne? Da komme ich jetzt auch noch ein bisschen drauf. Hier sind nur noch die Paotocinctus haroldoi drin. Hier seht ihr auch mal wieder Eier, denn die laichen regelmäßig ab.
Ne? Ich habe aber hier noch keine Jungtiere drin gesehen. Ich hatte ja hier noch die Apistogramma agassisi, alle Mare Red drin und die hier drin gezüchtet. Da habe ich mittlerweile alle abgegeben. Da war klar, dass in der Zeit keine Jungtiere von den Paotocinclus durchkommen. Hier habe ich mal ein paar Aufnahmen gefunden. Die wachsen übrigens in ihrer Färbung total von ganz hell nach dunkel, je nach Untergrund und so weiter. Aber nach wie vor ganz, ganz tolle Tiere. Vielleicht kommen ja jetzt, wo nur diese Tiere hier drin sind, auch mal Junge durch. Ich habe allerdings relativ viele Schnecken hier drin. Weil ich auch recht viel füttere, um die Paotocinclus gut zu konditionieren. Das wird sich dann einfach zeigen. Aber im Moment sind nur die hier drin. Und ich möchte hier auch wieder gerne Zwergbuntbarsche einsetzen in das Aquarium. Das hat ja ungefähr 80 cm Länge. Und dementsprechend passt das immer ganz gut. Hat bei den Apistogramma agassisi ja auch super geklappt. Aber ich mache das jetzt erstmal nicht, weil die Sommerzeit ansteht. Und ich werde im Sommer mal wieder etwas länger auch unterwegs sein. Und ich time gerade alles endlich mal wieder so, dass ich da auch sehr befreit sein kann und nicht im Kopf haben muss, oh, guck mal, da hast du jetzt gerade die eingesetzt, haben die jetzt vielleicht Junge, man muss sich um die Jungen kümmern, um sie aufzuziehen, wenn es denn klappen soll und so weiter und so fort. Das ist auch der Grund dafür, dass ich meine Zuchtstation jetzt nur ganz, ganz kurz überfliege, denn das linke Becken ist leer. In dem Zwischenbecken sind noch ein paar Corydoras habrosus drin zur Aufzucht. Das in der Mitte ist leer und hier rechts sind noch ein paar Entlergopi-Weibchen drin, die dann in den Miniteich wandern. Das heißt, das bleibt hier auch jetzt dann erstmal leer. Und zwar, bis ich weiß, ich habe dann wieder längere Zeit am Stück Zeit. Das Aquarium ist auch leer. In der Quarantäne-Aufzuchtstation. Die größere Wanne, da sitzen noch die, oder saßen, muss ich jetzt schon sagen, die Apistogramma agassisi alle Mare Red drin. Die letzten Nachzuchten, die ich hatte, und ich habe auch die in der Zwischenzeit schon abgegeben. Aber schaut euch doch nochmal, auch wenn es jetzt durch dieses Plastik ein bisschen vereigt, nicht die besten Aufnahmen sind, aber schaut euch doch mal diese Färbung an. Das sind so, so schöne Tiere geworden. Ich bin da wirklich stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind so klasse geworden in ihrer Ausfärbung. Und es sind einige Tiere wirklich alle Mare Red, also dieser stahlblaue Körper, rote Flossen mit weißer Umrandung dabei. Andere sind einfach sehr, sehr schöne Apistogramma-Männchen und es sind auch einige Weibchen mehr rumgekommen. Ne? Wandern wir ins Wohnzimmer. Letztes Aquarium. Mein Wohnzimmer-Aquarium. Hierzu gibt es auch eine ellenlange Playlist. Ne? Also bei allen Infos, die ihr dazu wollt. Filterung, Größe, keine Ahnung, Entwicklung davon. Einrichtungen in verschiedenen Stilen findet ihr alles in der Playlist. Das ist ja jetzt hier ein Stand, der noch nicht so alt ist. Ich habe das ja hier wirklich komplett umgebaut und auch in so einen Biotop-Light-Stil hineingebracht, weil das für mich einfach eine Aquaristik ist, die mir total gut gefällt. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, oh, das ist hier so braun und so gelbes Wasser und so, das ist doch nicht schön und so. Mir gefällt genau das. Und da sind die Geschmäcker einfach sehr, sehr unterschiedlich und ich finde das genau auch so schön an unserem Hobby der Aquaristik, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Dinge zu betreiben, aber auch einfach in der Optik und in dem Geschmack, der einfach super persönlich ist und bleibt, ne? Mir gefällt das super. Ich hatte ja Thematik Raumteiler und Geringeinrichtung, also große Freifläche in der Mitte, in zwei Videos besprochen. Und muss echt bestätigen, was ich im letzten dazu gesagt habe, es funktioniert einfach super. Die Tiere sind super entspannt, die haben ihre Rückzugsmöglichkeiten in dem mittleren Aufbau, die sind nicht so offensichtlich, aber das ist komplett so, dass da Tiere drin verschwinden können. Rechts und links sowieso in den überstehenden Wurzeln und in der Bepflanzung, die da noch ist. Also das funktioniert einfach sagenhaft gut hier und die Tiere sind mega entspannt, super gesund, gehen toll ans Fressen und entwickeln sich prächtig. Deswegen gucken wir uns da nochmal welche an. Ich habe auch hier Apistogramma agassisi eingesetzt, meine eigenen Nachzuchten. Und zwar hatte ich ja in der Zucht eindeutig ein Männchenüberschuss, habe ich auch schon in einem letzten Video zu dem Aquarium gesagt, und habe hier 8 Männchen reingesetzt aus dem gleichen Wurf. Und ich beobachte das jetzt schon eine ganze Weile und es funktioniert bis jetzt völlig problemlos. Die haben kein Männchen, das heißt, es schwimmen keine verrückt machenden weiblichen Stoffe durch dieses Wasser und die Tiere sind total entspannt.
Ja, also die sind natürlich so, dass sie sich zwischendurch mal ein bisschen imponieren, ne? So auch ein kleineres Männchen dabei, dann schon größere und so weiter. Dann verscheuchen die sich in Anführungsstrichen, also deuten mal eine Verfolgung an und das war es dann auch schon, ne? Also das ist wirklich total faszinierend zu sehen, wie gut das funktioniert. Ich habe hier meine große Gruppe Corridora Sterbai drin, viele eigene Nachzuchten davon, aber auch die Alttiere, die ich damals gekauft habe, die roten Antennenwälse, da sieht ihr unten links das Männchen, auch eigene Nachzuchten zum größten Teil hier drin. Die Hyphasubrikon, Mutzel, auch eigene Nachzuchten zum Teil. Die Phoenix-Salmler, Hemigrammus, Filamentosus, auch eigene Nachzuchten. Ich finde das immer so faszinierend selber manchmal, wie viel ich da auch schon echt hier nachgezogen habe. Und ihr seht auch, ein Teil meiner Nachzuchten bleibt hier bei mir, ne? Natürlich nicht alle, dafür sind es zu viele, aber ich gucke auch immer, dass welche hier bleiben. Dann seht ihr natürlich die roten Neons, die sich hier toll drin machen in dem Aquarium. Dann die Crinurus spilurus, die sehr schwer zu filmen sind, weil sie sehr schön scheue Tiere sind, aber ab und an bekommt man mal die Möglichkeit, so ein Tier auch vor die Linse zu bekommen. Ich habe nach wie vor das Aquarium belüftet. Das ist einfach für mich so ein Sicherheitsfeature, weil es so gering bepflanzt ist. Und um ka einer Karmhaut vorzubeugen, die dann ja nochmal den Gasaustausch erschweren könnte, Strömungspumpe ist drin. Das fördert auch nochmal den Sauerstoffaustausch, wenn es an der Oberfläche so ein kleines bisschen ja, Brechung reinbringt. Ne? Funktioniert also gut. Hier die Kryptogrün stehen gut. Hatte da so ein paar Mangelerscheinungen schon mal entdeckt, aber ich werde in diesem Aquarium nicht anfangen zu düngen. Und vor allem aber auch die anderen Pflanzen. Ich habe ja diese beiden Echinodorus, diese kleinbleibenden rötlichen Arten auch eingesetzt. Die sehen richtig toll und gesund aus. Ne? Und die Anubias sowieso, ne? Denn macht ja nichts kaputt, da passiert nie was mit. Hier ist auch eine Cleanup-Crew drin mit Schlecken. Die Schlecken, die Stahlheimschnecken schlecken die Oberflächen der Steine und Wurzeln ab. Und Amano-Garnelen sind auch hier drin. Also eine ganz bunte Mischung. Es ist ganz erstaunlich, wenn die Tiere ruhig sind und auch in ihren Rückzugsmöglichkeiten sich aufhalten, dann hat man gar nicht den Eindruck, dass da so viele Fische drin sind. Wenn es dann aber Futter gibt und die alle gleichzeitig an die Oberfläche kommen, gerade die Salmier sind ja ganz intensive, aggressive Fresser, dann sieht man erstmal, dass da kaum schon sehr, sehr stark besetzt ist. Also für mich auch definitiv so an der Obergrenze. Ne? Man könnte mir auch Fischsuppe vorwerfen, wobei ich das nicht so empfinde an der Stelle. Und so aus meiner eigenen ganz persönlichen Erfahrung heraus sagen muss, das funktioniert hier super mit dem Besatz, der drin ist. Ich habe hier noch Ottozinklus drin, Spez. Affinis heißen im Handel, sind es meistens nicht. Gibt immer da sehr, sehr ähnliche Arten. Und die sind richtig, richtig fit. Also, das ist total klasse. Die haben einen dicken Bauch. Ich habe, glaube ich, nur so, weiß nicht, sieben, acht Tiere oder sowas drin. Und die fressen alles, ne? Die sind den ganzen Tag unterwegs an den Oberflächen, wie man es kennt. Aber gehen ganz aktiv auch an Futtertabletten, Granulate, an alles, was ich da reinschmeiße. Also wirklich schön auch. Ottozinklus fressen sowas. Hier nochmal ein Weibchen der Crinurus spilurus, ein Männchen von den Ancestros, ja, in der Farbform Super Red, man könnte auch sagen Super Orange. Das sind ganz prächtige, tolle Tiere geworden. Ne? Eine Amano-Garnele hier nochmal bei der Arbeit. Ich habe hier keinerlei Probleme mit Algenwachstum. So ein bisschen an den Scheiben bilden sich grüne Punktalgen. So, die finde ich nicht schlimm. So ein Zeichen für ganz gutes Wasser. Da muss ich ab und an mal mit einem Magnet dran, der Klingen hat, weil man die sonst nicht gut wegkriegt. Die albinotischen Corydora sterbai machen sich super, aber schaut euch vor allem mal hier die Hyphasubrikon-Mutzel an. Ne? Ich filme das Aquarium sehr gerne im Dunkeln. Das ist ja ein Raumteil, habt ihr am Anfang gesehen. Aber wenn es dunkel ist, dann haben wir halt diesen schwarzen Hintergrund von der Seite und von der anderen Seite. Also man hat zwei Blickwinkel in das Aquarium und auf der Kamera sieht das halt so aus, als wäre es ein schwarzer Hintergrund. Und wie schön diese Tiere, auch hier diese Phönix-Salmler und alle quasi vor diesem schwarzen Hintergrund leuchten, das ist einfach total faszinierend. Und ich sitze davor vor diesem Aquarium und ich habe einfach Bock und möchte gerne weiter da reingucken und beobachten. Und führt auch oft dazu, dass ich denke, nicht immer alles neu, 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 sondern ich habe das hier so schön. Das ist gerade aktuell der Stand, der mir persönlich so gut gefällt, genieße es. Ne? Also nehmt dir die Zeit. Kann ich nur empfehlen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Nehmt euch die Zeit, eure Aquarien zu genießen, so wie sie sind.
und macht euch bewusst, was ihr da Tolles stehen habt. Und wenn man dann trotzdem mal Bock hat, neu zu machen, ja, natürlich jederzeit, ne? Es steht ja jedem offen, Aquarien zu verändern. Ich habe erzählt in der Fischraumtour, dass das bei mir auch an vielen Stellen wieder ansteht, ne? Und da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber hier so ein Aquarium, ach, das ist schon wirklich klasse. Der rote Antennenwitz vor dem schwarzen Hintergrund. Ich liebe diese Bilder. Also, das war die komplette Fischraumtour. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart und sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.